So, also ich wollte sagen, jetzt müssen wir gegen Belgrassinen kämpfen. Ich musste dann leider tatsächlich die Aufnahme unterbrechen, was ziemlich blöd war. Jetzt sollen die nervigen Blümchen nicht von den Pollen erwischen lassen, okay. Deswegen muss ich jetzt auch gerade mit dem Charakter spielen, mit dem ich eigentlich am ungernsten spiele. Gibt es das Wort überhaupt am ungernsten? Weil der Kampf etwas anders verlaufen ist gegen Ratolion. Ein Wächter-Gnuffi. Okay, gut, das war eigentlich relativ klar, dass es hier wieder mit Wächter-Gnuffis ablaufen wird alles. Wie denn jetzt? Kämpfe ich jetzt Ratolion auch mit oder nicht? Ungünstig. Ich muss mal irgendwie gerade heilen. So. Shit. Shit, shit, shit. Hey, jetzt darf ich wieder Evan spielen. Hat auch was für sich. Was tut es? Alter, also ich würde ja schon ganz gerne mal den echten Wirbelsturm miterleben. Aber bitte nicht in so einem Kampf. Eine Windbarriere. Ah. Wow, jetzt sieht er cool aus. Ratolion beschützt uns. Wo denn da hinten? Okay. Ja, natürlich. Es wächst immer in Kurven hinter mir her. Okay, das sind... Oh, das sind die Dinger, von denen ich mich nicht treffen lassen sollte. Okay. Windbarriere. Ich bin vergiftet. Warte mal, habe ich hier nicht irgendwie so ein Allheilmittel? Tritt er nochmal auf? Nee, jetzt gerade nicht. Oh, das wäre cool, wenn die uns nochmal helfen könnten. Roland! Na, shit, jetzt ist Roland down. Jetzt verschwindet eine Engelsträne hier. Das kann doch nicht wahr sein. Wow, shit. Na, ich sollte nicht direkt hinter ihm stehen. Der zappelt so rum, ne? Deswegen ist das gar nicht so leicht, ihn zu treffen. Oh Gott, jetzt haben wir hier wieder so viele von den Teilen. Hinterbein. Jetzt weg. I need your help.
Oh, die beiden sind auch schon wieder kurz vorm Verrecken. Oh shit, jetzt habe ich eins. Oh, jetzt habe ich einmal das Dreiblätterkraut verhunzt. Shit. Ja. Jetzt hätte ich noch eins brauchen können. Belgrasin ist schon ein verdammt cooler Wächter. Der ist schon richtig Hammer. Und den sollte Evan bekommen. Aber Remy ist schon auch nice. So in seiner Drachenform. Okay, wir sollen wieder zu ihm kommen. Wo denn? Da. Boah, shit. Das müssen wir jetzt gerade nutzen. Oh shit, wir haben es fast, wir haben es fast. Das ist das Ende von Katzbuckel. Es ist durch meine Hände. Mein Wächterband wurde mir auch geraubt. Ich hatte wohl nie das Zeug zum König. Evan, du hast das Recht, meinem Leben ein Ende zu bereiten. Ich habe schließlich deinen Vater auf dem Gewissen. Antolion, lassen wir es einfach gut sein. Es ist Zeit für einen Neubeginn in diesem Land. Solange alle gemeinsam darauf hinarbeiten, gibt es Hoffnung. Vater hat immer an dich geglaubt. It says. He believed in me. And I... What have I done? Mausinger. My dearest friend. You... Your Majesty. I... Be still, Mausinger. I forgive you. Our two kinds have borne each other ill will since time immemorial. The rift between us could not be healed so easily. It was a distance that could only ever be closed one step at a time. But close it shall. One day, we will stand together, hand in hand at last, all thoughts of oppression consigned to history.
And you, Melsinger, you will bring this about. But, Your Majesty, why would you... Well, why would you trust in one who had failed you so utterly? At whose hand you... I always trusted you, old friend, and I always will. You see far, further than I ever could. You are a maker of plans, a doer of deeds, a true ruler. Yet there remains in you a lingering shadow of doubt. Doubt in others, born of doubt in yourself. A king must learn to trust his own judgment. A king? You mean that you still think me worthy? Who better to rule over the realm I love than one who loves it just as fiercely? If it please you. Your Majesty. It does. And now, I must be on my way. When next we meet, I would have you tell me the tale of a kingdom made great by its wise and benevolent ruler. Yes, Your Majesty. Farewell, Melsinger. I leave Ding Dong Dell in your hands. Do not fail me. Become a true king. Watch over the land we both love so well. I will not fail you, old friend. King Mausinger, I humbly propose that a pact be made between our realms. Will you sign the Declaration of Interdependence? It is what your father would have wanted, for our two kingdoms to stand as one. And so it shall be. Thank you, Your Majesty. Let us work together to make a better, more peaceful world. You have come far, son of Leonard. I will gladly stand beside you, and I will make Ding Dong Dell a kingdom where all races can stand beside one another. The enmity of generations will divide us no longer. I salute you, Evan, Lord of Evermore. Eieieiei. Ja, damit haben wir es geschafft und wir haben einen neuen Tagebucheintrag. Ja, ich habe tatsächlich komplett richtig gelesen mit dem Minister. Ein neuer Verbündeter. Evan verschont Ratholion, den Mörder seines Vaters Leopold und Anführer des Putsches. Er wählt den Frieden und reicht dem Feind die Hand. Wenn nicht diese großherzige Tat ihn zu einem großen König macht, was dann? Das stimmt wohl. Was haben wir jetzt für ein Level? Fast 48. Ah, da fällt mir noch etwas ein. Das königliche Siegel. Du scheinst es im Moment dringender zu brauchen und solltest es bei dir tragen. Thank you. Einverstanden. Hoffen wir, dass das Siegel bald zum wahren König von Katzbuckel zurückkehrt. So, ich habe alle nötigen Vorbereitungen getroffen. Lass uns nun das Abkommen schließen. Let our nations be joined for the sake of the world. Let the banners of war ne'er again be unfurled.
United we stand as one single land. And sure enough, Ding Dong Dell began to change from that day forth. No longer did Catkind cower beneath the ground in fear of tyranny. Instead, the Grimalkins stepped out into the sun and saw their brother mice as if for the first time. And the hatred that had divided them for so long melted away like so much snow. Well, perhaps not entirely, but these things take time. The declaration's finished, Evan. You did it. And we made peace with Mausinger too. Which is something. But his king's bond was stolen, and Dolaran really does mean to resurrect the Horned One. So what if he does? You'll be ready to face him. You'll overcome this trial, just like all the others. After all, if you can as good as unite the whole world, you can do anything! You're right. But it's not over yet. And this last part isn't going to be easy. Ja, ich denke mal, jetzt steht dann der große Kampf gegen Hamna an. Wäre jetzt mal so meine Vermutung. The time has come. All four King's Bonds belong to me. At last, I shall have my heart's desire. Sieht irgendwie unheimlich aus. Hey, was ist denn los mit dir? Chapter 9. To be a king. Was einen König ausmacht. What? Alles in Ordnung. Seht euch lieber mal den Himmel an. In diese Richtung ist Zoran mit seinen Leuten zur Patrouille aufgebrochen. Gosh. Ja, das ist also... It's torn the very sea asunder!
Is that a Kingmaker? If it is, it's the biggest I've ever seen. Endlich ist Pandemos zurückgekehrt. Endlich kann ich meinen Demeska wieder aufbauen. Und die Seelen der Bewohner dieser Welt werden mir dazu dienen. Vermehrt euch, meine Untertanen, verleiht meinem Wächterband die nötige Stärke. Je mehr Seelen ich habe, umso mehr Untertanen kann ich mir erschaffen. Ahoy there. Da sind wir wieder. Forgive me. Wir haben euch etwas mitzuteilen. Naja, das meiste sollte eh schon bekannt sein. Ja, und wir haben einen neuen Tagebucheintrag und einen neuen Mechbook-Eintrag. Oh, einige neue Mechbook-Einträge. Katzbuckel und Minneapolis, jetzt Alliierte. Leute, ihr glaubt jetzt bestimmt, ich will euch verschaukeln, aber Evan hat sich soeben mit Ratoleon aus Katzbuckel verbündet. Dem Mann, der ihn selbst aus der Heimat verjagt hat. Es ist wahr, ich schwör's. Ob die Welt jemals erfahren wird, wie die beiden ihre Feindschaft überwunden haben? Schäfer geht seinen Weg. Weiter geht's mit Leute, die ihren Weg gehen. Heute spreche ich über Schäfer, Goldorados großen Kämpfer für die Gerechtigkeit. Berühmt ist er nicht nur für seine Kampfkunst, sondern auch für seine Ritterlichkeit. Weltweit strömen junge Leute in die Schwertkampfschulen, um ihm nachzueifern. Das Geheimnis ihres Erfolgs. Das Erfolgsgeheimnis von Yoksha, der Glücksgöttin. Heute war ich im Casino Sechs Augen, um ein exklusives Interview zu ergattern. Leider bin ich dann in einer Traube ihrer Anhänger stecken geblieben. Ich musste regelrecht betteln, um wenigstens ein Foto schießen zu dürfen. Hoppala, die sieht aber auch sehr cool aus. Und Ratilda geht ihren Weg. Yo, in Leute, die ihren Weg gehen, stelle ich euch heute Ratilda vor, die in Katzbuckel ein Landgut verwaltet. Wenn man ihr Angesicht zu Angesicht gegenübersteht, spürt man sofort ihr Charisma und die Erfahrung, mit der sie den Laden schmeißt. Ihr Traum, einmal den größten Hof der Welt zu leiten. Okay. Und unser neuer Tagebucheintrag 9.1, die Rückkehr des Bösen. Endlich ist Ratoleon ein Verbündeter und Aldavans Abkommen von allen Großmächten der Welt angenommen. Doch ein neuer Feind lässt die Welt erschaudern. Die Auferstehung von Pandemos steht bevor. Müssen Evan und seine Verbündeten es nun mit einem mächtigen Dämon aufnehmen? Ich bin gespannt, das Ganze ist ab Level 50, das heißt, ich werde sehr wahrscheinlich vor der nächsten Folge nochmal ein wenig grinden. Ich verabschiede mich aber für heute erstmal von euch, bedanke mich ganz herzlich fürs Zuschauen und damit macht's gut. Bis zum nächsten Mal.
Notta!